So, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Lernbord und heute mal aus Koblenz. Ja, ich habe die letzten Tage, also wenn wir jetzt genau sagen, wir haben heute Samstag, den 25.06. und das Video lade ich erst montags hoch, oder Dienstag, je nachdem. Ja, heute aus Koblenz mal wieder, also sieht schön aus. Es regnet zwar, aber hey, macht nichts. Ja, heute ist das Thema, und zwar der Spruch, der Geist ist wie eine Blume. Wenn er sich öffnet, dann sieht man erst die ganze Kraft oder die ganze Schönheit. Es ist so, dass wir durch die Erziehung und alles und die Umgebung sehr verschlossen sind. Also manche sind offener, während die anderen verschlossener sind. Und wir sollten wieder lernen, uns zu öffnen und auch nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert zu sein. Dadurch schaffen wir auch entsprechende Möglichkeiten und da haben wir eigentlich kaum Grenzen. Die Grenzen setzen uns selber, indem wir quasi unsere Fähigkeiten nicht erweitern oder vergrößern. Weil es ist ja so, wir haben von Anfang an bestimmte Fähigkeiten. Wir lernen lesen, schreiben, rechnen und so weiter beispielsweise aus der Grundschule heraus. Und was wir aus diesen Grundfähigkeiten machen, das ist jedem selbst überlassen. Die meisten lassen sie einfach beiseite liegen und nutzen sie fürs Minimum, das heißt nur wenn sie irgendwas brauchen und irgendwelche Informationen herzubekommen. Während die anderen diese Grundfähigkeiten nutzen, um sich weiterzubilden und mehr in neue Themengebiete reinzudenken und neue Themengebiete zu lernen, neue Sprachen zu lernen. Und das ist mühselig, sag ich mal. Aber wenn wir diese Grenze überschreiten und uns darauf spezialisieren, uns immer weiterzubilden, es geht viel Zeit verloren, sag ich mal so, am Anfang wird es vielleicht jedem vorkommen, denn während wir zu Hause rumsitzen oder auf Reisen sind und lesen, sind die meisten am Spielen, sonst was am Machen, feiern gehen jeden Samstag, Sonntag, bis zum geht nicht mehr. Aber, und wir sitzen da zu Hause rum oder sonst wo und lesen oder gehen auf Seminare, hören uns irgendwelche Vorträge. Aber wenn wir das ganz langfristig betrachten, entwickeln wir Fähigkeiten, wie die Personen, die das nicht machen, irgendwann beneiden werden. Deswegen steht auf, fangt an wieder sich fortzubilden, weiterzubilden, lernt und entwickelt Momentum bzw. entwickelt diese Fähigkeit weiterzulernen. Denn Wissen ist Macht und es gibt ja den Spruch Wissen ist Macht, aber angewendetes Wissen ist wirklich Macht. Und wenn wir eine Idee haben, einen Wunsch haben und das dazu benötigte Wissen, dann sind wir unschlagbar. Und natürlich müssen wir auch mit den anderen zusammenarbeiten. Deswegen auf Wiedersehen, das war Alexander von Lernbord aus Koblenz. Tschüss.